Und das will auch anscheinend nicht mehr richtig. Ah, okay. Irgendwie ist, funktionieren die alten mit den neuen Sachen zurzeit wieder nicht. Kann man nicht mehr stacken, ob das jetzt, woran auch immer das liegen mag. Ja, wie gesagt, so eine Problematik habe ich schon mal gehört, mit gewissen Mods, dass es dann Probleme gibt. Ja, wir haben ja nur diesen Stack-Mod, aber scheinbar macht der gerade Probleme. Nö, aber nicht bei allen, beim Fleisch zum Beispiel, also es sind jetzt nur bestimmte Sachen. Ja. Also ich überlege gerade, also ich höre ja viele Leute, also von Servern, dass sie da meckern, auch gerade wegen den Mods, weil dann so schnell irgendwie beim Update wieder was abstürzt oder was geändert werden muss, als wir von vorne anfängt. Ja. Aber ich kenne nämlich auch ein paar Serverbetreiber, die machen das schon sehr lange und die Mods und die Server laufen sehr lange. Vielleicht sollte man mal gucken, was die für Mods benutzen. Ob die da irgendwie sich schon schlau gemacht haben und da echt Mods rausgefunden haben, die lange funktionieren oder so. Ja. Weil teilweise ist es wirklich eine Wohltat. Manche Mods, also ich finde es schade auch, dass die Hersteller da nicht so ein bisschen mehr Flexibilität geleistet haben, dass man da noch ein bisschen was verändern kann. Also einen gewissen Skill und hartes Level. Ja, manche wollen das ja. Manche sind darum zufrieden, dass man nach einer Woche schon irgendwie ein Haus stehen hat. Manche hätten gern, dass das halt länger dauert, damit das alles wertvoller wird, so gesehen. Mhm. Aber naja, man hat halt auch nicht immer den ganzen Tag Zeit, ne? Und ich finde, wir haben hier schon echt eine gute Menge an Zeit schon vollbracht. Ja, wir sind jetzt bei Folge 50 oder so. Jeweils eine halbe Stunde. Also jetzt allein für das Scorched Earth Let's Play. Oh, die hält nur noch 17 Minuten. Ist die Zeit schon wieder so weit fortgeschritten? Na gut. Was haben wir denn noch an Milch? Ach, wir haben ja noch 5. Okay, und die hält auch noch 2 Stunden. Lust, einen Mantis zu tamen zwischendurch? Ich glaube, die Zeit haben wir, oder? Ja, dabei können wir nochmal am Friedhof vorbeifliegen, wenn wir einen sehen. Genau, komm einfach hier drauf. Ich glaube, die können wir eh nicht viel tun. Du fährst das Tier. Oh, nee, warte, ich fahr. Nee, ist mir egal. Ich sehe die halt schneller. Weil wegen Grafik. Ach so. Ja, gut, wenn du vorne sitzt, ist es, glaube ich, echt egal. Ah, nee, dann kannst du dich nicht so schön umschauen. Na komm, setz dich mal richtig drauf. Wir können auch rein theoretisch 2 Vögel nehmen. Ja, und dann kannst du den so lange in die Luft heben, weißt du, und irgendwie schneller reagieren, mich hochheben, wenn was ist. So lange in die Luft heben? Mit dem Vogel in die Luft gehen, damit er nicht. Ja, ich komme jetzt. Ja, ich guck mal nach hinten, während des Fluges. Genau, vielleicht entdeckst du ja einen lustigen. Den du übersehen hast. Einen lustigen Dino, der nur aus Skeletten besteht, den würde ich gerne mal sehen. Ich habe heute auch noch gar keinen T-Rex gesehen, muss ich sagen. Doch, hier ist gerade einer vor uns. Okay. Hi. Ich sehe ihn trotzdem nicht. Ah, da. Nee, er wird auch nicht zum Skelett. Ich wollte nur was ausprobieren. Das wäre übel, so ein Zombie-Mod, wo die Tiere alle wieder aufstehen, wenn sie sind. Ja, es sollen ja auch Zombies kommen. Ach, nachts, vielleicht werden die nur nachts zu. Ja. Na, mal schauen. Wir müssen nachts mal, glaube ich, einen kleinen Ausflug machen. Ich finde es cool, dass hier jetzt so fette Meteoriten auf einmal sind. Das ist irgendwie lustig. Ja. Ist auch, dass ich keiner erwischt. Ach, guck mal, hier fliegt noch der Drache. Jetzt würde mich mal interessieren, ist das ein Männchen oder ein Weibchen? Das haben wir, glaube ich, schon. Das war ein Männchen. Letztes Mal war ein Männchen. Hat man schon geguckt. Wenn du woanders hinfliegst, kann ich ja auch mal gucken. Also, wenn ich der nach hinten hinaus zu sehen wäre, würde ich einmal das Fernglas zücken. Ist ein Männchen. Ja. Jetzt müssten sie sehen. Ja. So, jetzt schaue ich mal, ob hier eine schöne dabei ist. Nee, die sind nicht schön. Vor allen Dingen nicht so hohes Level, ne? Damit das nicht Ewigkeiten. Ich weiß nicht, was die für ein Level haben. Ja, es wackelt so hin und her. Level 1 hat der Mantis, männlich. Mhm. Den du dir gerade angeschaut hattest. Na, wir gucken mal eben weiter. Ein paar Minuten haben wir ja, denke ich mal. Wir sind ja schnell mit dem Tier hier.
Da war ein Friedhof, aber da scheint es auch nichts Tolles zu geben. Was du ja noch nicht gesehen hast, sind diese Kisten, die jetzt neuerdings rumstehen, ne? Wo Dossiers drin sind. Ja. Die man ja vorher Guck so mal, da gekriegt ist ein hat, jetzt geiler kriegt man diese. Mantis. Ein gelber. Den Ich schnapp ich sehe. mir, glaube ich, mal. Der sieht aus wie ein Arbeiter. So, soll ich den Vogel nehmen oder Du was? nimmst einen Vogel. Männlicher Okay. Mantis Level 6. Na gut, wir nehmen jetzt erstmal das Männchen und dann suchen wir uns gleich noch ein Weibchen, wenn das Dings hält. Benutze Insektenschutzmittel. So. Ich bin eingesprüht. Ich renne zu ihm. Jo. Scheiße. Ja, willst von hinten ran, Ja, ne? man muss von hinten dann, sonst Ich kann nicht dahin fliegen und absetzen. kannst du machen, aber ja, ich glaube, es geht jetzt auch so. E muss ich drücken, ne? Und auf die Null gelegt haben, Ja, ne? habe ich. Das hoffe ich. Und? Ja, gezähmt. Bist du also Alter. wegfällig? Krass. Ja. Was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, wie ich den nennen soll. Ich nenne ihn mal eben Willi. Ist egal, wir nennen ihn später. Okay. Jetzt ist eher die Frage, lassen wir den hier stehen, bringen wir ihn weg. Kann ich ihn überhaupt greifen? Greifen kann ich ihn nicht. Was Ach, möchtest du du? fliegst. Ja, dann Willst du bringen wir den fliegen? weg, oder was? Hier lang war das, ne? Ja. Jetzt steht er nicht Ach auf so, passiv, ja, ne? warte mal, genau, einmal hin. Ich gehe noch mal runter. Oh! Oh, sehr Ich steinig. bin abgesprungen, warte. Neutral. Auf neutral stellen wir natürlich. Ne, passiv, oder? Damit er keinen Stress macht. Weil wenn Neutral. wir oder er angegriffen wird, will er uns verteidigen. Oder willst du ihn nicht stehen lassen? Nein. So. Go. Willst du fliegen? Ist mir egal. Vielleicht sollte ich hinten Erstmal gucken, drauf. ob der hier hochkommt. Vielleicht soll ich auf den Hintersitz gehen, dann sehe ich da was. Ja, bitteschön. So. Okay. Jetzt drehe ich mich um und du siehst ja nichts. Ja, er kommt. Er krabbelt aber langsam. Jetzt muss man warten. Ja, ich drehe mich mal um. Lass mich mal runter, da sind direkt noch drei. Da wird hier auf jeden Fall einer von angreifen. Wird aber einer davon ein Weibchen sein, oder? Du kannst ihn ja schon mal zurückbringen. Okay. Dachte, der folgt dir. Na. Dann pfeif ihn an. Bleibt doch mal stehen, warum bleibt er nicht stehen? Das gibt's doch nicht. Jetzt werde ich hier voll angegriffen von allem, Alter. Ist das hier wenigstens auch ein Weibchen? Männchen. Hä? Ich habe doch noch drei Stück, oder? Ja, klar, habe ich noch drei Stück. Wieso funktioniert das nicht? Das München ist platt. Hey, wieso funktioniert denn das jetzt nicht? Ich, keine Ahnung. Das verstehe ich jetzt aber gerade mal nicht. Hast du den Mantis nicht auf passiv gestellt? Der kämpft nämlich gerade hier mit. So, ich habe den ich habe einen zweiten getamed. Ich komme mal. Ich komme auch. Achso, ich guck mal eben nach den Drachen, ne? Guck du nach den Drachen. Ich kann zu Fuß gehen. Kein Problem.
Wir sind ja fast da. Sattel haben wir jetzt nicht hier irgendwo vorbereitet. Nee, ich bastel gleich welche. Ich habe die schon gelernt, aber ich habe noch keinen gebaut, glaube ich. Oh, ich weiß es gar nicht. So, überall ist noch Milch drin. Ich komme. Brauchst du nicht. Ich bin gleich da. So geht's besser. Okay. Du müsstest eh warten. So, wir haben den Drachen noch keinen Namen gegeben. Wir haben den Mantissen noch keinen. Den Mantissen, ja. Aber wir hatten bis jetzt auch noch nicht so viel entspannt. Also ich würde sagen, ein Mantis, das Männchen heißt auf jeden Fall Manni, der Mantis. Bin ich dafür? Das Weibchen ist dann... Und das Weibchen müsste Montis heißen oder sowas. Oder so Mathilda. Bin ich nicht so schön. Hier haben wir auch einen... Aber ich möchte auch niemanden nahe treten. Hier haben wir auch einen schönen Friedhof. The Graveyard. Ja. Ich mach dir mal das Tor auf, aber du bist eher am anderen Tor. Ja. Hallochen, du Raptor. Boah. Die haben überhaupt keine Schnitte mehr hier. Was liegt denn hier rum? Das musste ich. Ein rostiger Wolf, auch nicht schlecht. Der sieht cool aus hier. Alter, was ist los? Ah, ist ja ein Raptor hinterhergekommen. Ach, das kann doch nicht wahr sein, Leute. Ich hol mal den Vogel. Ist das unser Vogel? Ja, bestimmt. Sehe ich nicht. Ja, ist unser Vogel. Ja, jetzt sehe ich's. Ach Mann, ey. Ja, kannst du machen. Ich nehme mal hier die. Ich bin dafür, dass wir einen Raptor rausschmeißen. Ja, genau den, wo du gerade drauf sitzt. Der meinte gerade, ich bin zu schwer. Echt? Selbst der Wolf kann mich tragen. Also ich habe die letzten Wochen hier in dem Gebiet so viel geschwitzt und so viel Kilos abgenommen. Das hat der Raptor irgendwie gar nicht mit einberechnet. Weil ich auch Gefühle habe. Das ist auch gemein. So. Ich bin schon routiniert, die Tiere immer wieder alle zurückzusetzen. Ja, ich habe ja auch. So, ist ja nicht so. So, guck mal, der ist gut getarnt hier, ne, in dem Feld. Jetzt steht er nicht mehr ganz drin, der Willi, aber... Boah, der sieht aber geil aus. Den hast du mir geholt. Der Willi sieht schon gut aus, ne? Und der... Ne, den Willi finde ich nicht so toll. Den finde ich cool hier, den. Wie wär's mit Madeleine? Ach, du bist gerade... Madeleine? Ja, ich weiß noch nicht, wie Madeleine... Wie Madeleine. Ich habe keine... Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie Madeleine geschrieben wird, ob das korrekt ist. Ich habe einen Namen, den ich gerne geben würde. Wie denn? Peggy? Nenn es Peggy. Manny und Peggy. Ja, passt doch. Ist mir egal. Und für mich sieht es so aus wie eine Peggy. Ich muss irgendwie an... keine Milch mehr. An eine alte Serie. Keine Milch mehr. Okay, let's go. Ich hole mal zwei Milch. Ich weiß nicht, ob der Rote hat Milch. Bestimmt auch nicht, oder? Gucke. Der hat noch Milch, der Rote. Da müsste die aber auch gleich weg sein. So, die beiden haben jetzt wieder Milch. Meine Güte. Das geht hier Schlag auf Schlag. Der Rote, der heißt, das ist ein Männchen, ne? Wow, der ist gerade gewachsen. Alter. Der ist gerade gewachsen? Ich habe den da weggezogen. Der ist völlig aufgestanden, deswegen. Weil die ein bisschen im Boden liegen. Wenn du die anderen holst, dann stehen die auch so. Okay. Sehen die auch so aus. Warte doch mal. Also den Roten, den würde ich gerne Grisou nennen. Ich weiß keine Ahnung, wie der geschrieben wird. Grisou ist grün. Grisou. Nein, Grisou wollte immer Feuerwehrhauptmann werden. Darum der. Lass mich doch den Roten benennen und du benennst die anderen beiden. Ich hätte mich jetzt schon so ein bisschen auf den gewöhnt. Weil ich davon ausgehe, dass du auf jeden Fall auch gerne den Blauen hättest. Ja. Ich meine, dann benennen ihn.
Ich dachte nur, weil es ein Feuerdrache ist und Grisou der Feuerwehrmann, der Drache der Feuerwehrmann werden wollte, würde das passen, aber dann von mir nenn ihn um. Ja gut, nee, das ist okay. Jugendlicher Grisou. Ich glaube, der wird mit Y geschrieben, oder? Weiß ich nicht. Ich nenne meinen Kokosnuss. Ich hab's nicht Kokosnuss. Verstanden. Der kleine Drache Kokosnuss. Kinderbuch. Wie wird Kokosnuss geschrieben? Du hast recht geschrieben, Grisou. Kommt drauf an, welche Sprache schreiben willst. Wir haben es, glaube ich, mit Such, K. Google doch mal, der ganz kleine normal. Drache Kokosnuss, wie der geschrieben wird. Okay, also Grisou hast du richtig geschrieben? Warte, ich muss nochmal überlegen, was ich meine. Klein. Drache. Ja. Kokosnuss. Mit K auf jeden Fall, der Anfangs. Also mit. Ganz normal Kokosnuss, K und K. Ja, und dann U. Kokosnuss, ne? Kokosnuss, okay. Mir schon was gedacht. So, und dann gab es noch irgendeinen Drache mit einem Namen. Ich komme nicht mehr drauf. Grisou, Kokosnuss und es gab noch irgendeinen. Es gab noch irgendeinen Kinderbuch, Drachen. Boah. Wie nennen wir den denn hier? Was hattest du denn für eine Namensidee? Ist ein Weibchen? Noch keine, aber ich habe gedacht, ich hätte mich da einfach mal berieseln lassen mit meinen Das Gedanken. Ist ein Weibchen. Das ist ein Weibchen. In grün. Und giftig. Unsere Zuschauer würden jetzt bestimmt 1000 Namen nennen. Die Schlange. Es muss doch irgendwas... wie heißt denn die Schlange? K. K, die Schlange aus Dschungelbuch. Ja, aber das ist auch ein Männchen. Weiß man das so Medusa. Genau? Sollen wir eben Medusa nennen, das Weibchen? Medusa, das. Die siebenköpfige mit dem Schlangenkopf? Medusa. Finde ich gut. Medusa, okay. Finde ich auch gut. Ich komme zwar bestimmt noch drauf, wie der... Dann heißt... So, jetzt haben wir Mitternacht. Was sagt der? Braucht der hier noch was? Sonst würde ich mal sagen, wir schauen mal ganz kurz uns um. Ob wir was Tiere sehen? Ja, was Neues. Ja. Wo ist denn... Wie wär's, wenn wir das mit dem Mantis machen? Ja. Aber die sind so niedriglevelig. Ich weiß nicht, ob die kaputt gehen. Aber ich kann mal kurz die Sattel bauen. Mantis-Sattel, warte mal. Hatte ich doch schon gelernt, ne? Boah, dieser riesen Parasaurus, der hier drin ist, ne? Wenn wir den jetzt angreifen, macht das Stress und macht uns alles kaputt. Jetzt läuft er uns hier direkt über die Drachen drüber. Man, ach Gott, wie kommt der denn hier rein? Ja, habe ich mich auch gefragt. Der wird durch irgendwie ein Level-Reset. Da ist ja auch bei uns eine Menge Engram-Punkte da. Der ist Level 7, sollen wir den mal kurz platt machen? Ist der auch. Dann nimm dir so einen T-Rex, ne? Und beiß den durch. Oder stell vorher alle Tiere auf passiv, weil es wird sofort alles angerannt kommen. Ja. Oh. Oha. Dodo-Wüvern? Dodo-Wüvern? Bitte. Was? Aber jetzt nicht hier bei uns. Wie geil ist das denn? Ja, aber stell dir vor, der kommt bei uns in die Base. Aber nee, das wird er nicht machen. Das wird sehr mies. Ich glaube, wir müssen mal gucken gehen. Ich habe davon gelesen, ja. Aber ich muss mich erstmal reparieren. Ich bin ziemlich angeschlagen, was meine Rüstung anbelangt. Die leider immer noch nicht verloren ist. Ich find's gerade lustig. Wo haben wir denn den... Mantis-Sattel. Metallbarren fehlen uns. Ah, Mist. Habe ich mich jetzt erschreckt. Wovon? Dass hier auf einmal die Werkbank von alleine anspricht. Ich kann... Ich dachte, was habe ich gedrückt? Und dann hast du da zum Glück gesagt, dass du was brauchst. Mist. Uns fehlen Metallbarren. Eisen. Ja, und du... Bastelst du jetzt gerade auch noch was? Obwohl, da braucht man kein Eisen. Nee, ich mache mir meine Rüstung wieder klar und dafür brauche ich kein Eisen. So. Die kriegen erstmal ein bisschen Energie hier.
Ich denke immer, du hast die Fertigungsanlage vergessen auszuschalten, aber das ist das Klimagerät. Jawohl. So, der gelbe Mantis hat einen Sattel. Und ich zeig mal kurz, so kann man mit dem springen. Jawohl. Und zuschlagen. Und laufen können die nicht so schnell. So, der rote Drache hat keine Laufen Milch. Können die nicht so schnell, aber dafür können die ordentlich springen. Kannst du Fackel in die Hand geben, weil Ach ja, genau. Und man kann den Tieren, das ist das Coole. Wer ist das denn? Ach, das bin ich. Ich muss mich mal eben, Bewegungsgeschwindigkeit, Nahkampfschaden. Ich habe schon so einen hohen Nahkampfschaden, egal. Man kann den Tieren Klamotten vorne an die Hände binden. Und haben die da direkt zwei von und dann... In die Hände binden. Man kann denen die in die Hand geben, glaube ich, ne? In die Hände binden, das klingt jetzt so, die ganzen Tierschützer werden auch Es wird an die Hände gebunden. Wenn du guckst, ist das vorne dran gebunden. Oh, ich weiß nicht, ob ich das gerade nochmal zeigen sollte. Mal, halt mal still, du bewegst dich die ganze Zeit, da sehe ich nichts. Nee. Da ist einfach unten schon so ein Band an der Fackel dran. Und ja, man kann es nicht ganz deuten. Es sieht aus wie reingesteckt. Jedenfalls kann man... Für alle Tierschützer, er macht es freiwillig. Wir gehen davon aus. Man kann den sowas geben, man kann den auch Fackeln, man kann den auch Schwerter in die Hand geben, man kann den Speere in die Hand geben, man kann den alles in die Hand geben, quasi. Man kann den Äxte in die Hand geben, damit kann man damit Bäume fällen, sehr effektiv. Oh, das wollte ich jetzt Das nicht. Ist schon leid. Sehr praktisch. Boah, der Rote ist echt schon ganz schön gewachsen, guck dir das mal an. Ich hole mal eben deine aus der Versenkung raus. Die sind alle ordentlich gewachsen. Wir haben also nicht mehr viel Milch. Wir sollten uns auf den Weg machen. Heute ist richtig Action angesagt. Hör mal, wir sind hier richtig in Action. Ich muss mal gucken. Ich muss mal was essen und was trinken. Ich bin gerade ein bisschen... Du denkst gar nicht an dich selbst bei dem ganzen Stress, ne? Null. Muss ich dich dran erinnern? Du hast mich gar nicht dran erinnert. Ich habe mich selbst dran erinnert. Müsste ich, meine ich. Ja, ja. Will der sich hier schon mit fremden Federn schmücken? Ich fasse es ja nicht. Also, das war eigentlich so, man kann es so und so. Versucht dich euch rauszureden. War nicht auf die Vergangenheit bezogen, sondern dass ich das jetzt machen muss in Zukunft. So, so zwei Milch haben wir hier noch. Wir sollten nochmal auf Milchjagd gehen. Oh. Oh. Schade. Mal gucken. Nein, aber gerade die Doomsday-Wyvern, die Dodo-Wyvern ist gerade... Oh, was ist hier mit einem Sattel für die Peggy? Kann ich nicht, ich kann nur einen, es fehlt Metall. Ach so, wegen Metall, okay. Ja. Nee, es wurde uns aber gerade gesagt, dass der Dodo-Wyvern wieder verschwunden ist. Das habt ihr auch Leider. Gesehen. Sehr schade. Wie viel Metall fehlt? Irgendwas mit 30, glaube ich. Hol ich mal. Ich guck mal eben. Ach Quatsch. Hier war doch irgendwo was. Was ist das? 31. Was Alter denn? Schwede. Das ist einer von den neuen Viechern. Bei uns am Teich ein Krokodil, das auf mich zukommt. Und ich habe nämlich in einem Video gesehen, dass es einen anspringen kann. Jetzt bin ich mal gespannt. Soll ich das killen? Das hat mich doch nicht. Oh! Meine Güte! Das hat mich einmal hier komplett durch die Garde geschossen. Ich hab's tot gemacht. Das hat mich angegriffen. Komm doch her, Tor. Ach, der leckt mich doch am Arsch, ey. Mann, der Tor hat mich gerade abgeschmissen. Wo ist das neue Krokodil? Zu spät, ne? Ja, es ist zu spät. Es geht da hinten tot. Ich habe es jetzt nicht gekloppt, aber es liegt tot. Ich glaube, ich nehme lieber meinen Flugsaurier zum Eisen holen. Wo bist du? Wo ist das Krokodil? Egal. Ich gehe wieder zurück. Okay. Willst du das tote Krokodil sehen? Ich glaube auch nicht, dass es toll ist. Wir sollten die nächste Pfütze aufsuchen und dann kannst du es da mal ausprobieren. Ach, mein Tape-Deckel sitzt da oben die ganze Zeit, deswegen sehe ich ihn nett. Die kühle Figur. Die Nacht ist schon wieder rum. Ach, ich hatte die Nächte doch verkürzt. Also seit je und je hatte ich die ja auf... auf dreimal so schnell gemacht. Damit wir auch was sehen beim Spielen. Vor allem der Zuschauer. Natürlich, nur wegen dem Zuschauer. nicht aus dem Grund, weil ich keine Lust habe, in der Nacht zu spielen. Also nein.
So ist das natürlich nicht. So, ich hole Eisen. Du holst Eisen oder nimmst du ein Tier zum Eisenholen? Nö, ich hole jetzt einfach mit der Spitzhacke. Das dauert mir zu lange mit dem Ankylos los. Da es hier kein Quetz oder so gibt. Vielleicht geht das später Okay. mit den Drachen, Wir dass man dann müssten so ein Quetz, aber Ankylos reiten eigentlich kann. müssten wir. Sagen wir mal so, ich glaube, man holt genug mit der Spitzhacke Ja, raus. Ich ja. hau hier immer noch drauf und hab schon 100 Wir Metall müssen raus. aber, wir müssen Milch holen. Also ich komme. Kannst du mal gucken, ob Brennmaterial in dem Ofen ist? Wo bist du Ich, denn? Ach ich wollte Mist, jetzt bin auch ich gar nicht gerade, in der ich wollte jetzt auch Base. gerade ein bisschen Eisen holen, aber du hast jetzt gerade, du hast 100 geholt. So, ich habe 100 Eisen dabei, schmeiße ich in die Schmiede, da muss jetzt nur noch irgendwas Guck zum mal, der Zünden dritte rein. Schrank vom Fabrikator aus, da ist alles mit Zündpulver voll. Bei Holzkohle haben wir genug. Ich habe 100 Holz dabei, das brauche ich eh nicht Gut. rumschleppen. So, ich wäre soweit. Es wird kalt. Okay. Es wird kalt. Du bist zu weit, dann setz dich schon mal hinten drauf auf dem Tor. Wo ist er da? Ich guck nochmal, hier ist noch überall Milch drin. Nochmal ein schneller Check. Boah, die werden echt groß. Yeah. Das gefällt mir. Und die haben noch, meine Güte, die sind noch gar nicht so weit. Da unten leuchtet immer Wo was. Siehst denn? du das? Oder hattest du das gesehen? Ja, flieg mal Das sind, weiter. glaube ich, Aber die auf dem Kürbisse, glaube Boden. ich, die hier überall rumstehen. Nee, das ist ein Punkt, der ist am Ja, Leuchten. wenn. Alles andere sieht normal aus, aber zeige ich dir nachher, wenn wir dann vorbeifliegen. Oh, hier ist schon wieder Wo? einer. Einer von den. Dann flieg mal eben schnell hin, geradeaus. Nein, da wo du gerade hinguckst. Geradeaus, geradeaus und dann runter. Ein bisschen links halten, da hoch die Klippe. Da runter. Die Vogelscheuche. Die Vogelscheuchen leuchten hier. Und eine davon leuchtet besonders. Ich guck mal eben, ob da was ist. Nö. Nö. Ist einfach nur hier, wo ich stehe, leuchtet es bei mir. So, ich sitze auf dem Vogel. Wenn du willst, kannst du auch los. Dieses in T-Rex. Wir können Sag mal. sofort los, ja. Ich will nur mal kurz, wollte mal eben hier die Vogelscheuche ablichten. Also, wenn ich nach links gucke, da ist ein Punkt, der leuchtet, aber vielleicht liegt es aufgrund der Grafikeinstellung oder so. Ich dachte, es wäre vielleicht was Besonderes, wo man was aufheben könnte. Ist aber nicht, ne? Nein, hab nichts gesehen. So, du hast jetzt also schon gerade ein neues Tier gesehen. Stimmt, nach dem Update gibt es ja diese komischen. So ein Carosaurus Ja. oder sowas? Kochasaurus? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall Diese, so ein Krokodil genau, mit diese langen Beinen. Krokodilartigen. Und ich weiß, die springen aus dem Wasser einen an. Und der hat mich von Land angesprungen und aus einer ganz schönen Entfernung und ich bin so weit weggerutscht. Ich habe nur einmal geschlagen und dann war er halt tot. Ja. Ach, siehst du, ich wollte. Was ist aber. Was sind das hier? Sind das Raketen? Also ich meine, Meteoriten, die gehen ja von oben nach unten, aber nicht von unten nach oben. Was ist das? Ich sehe nichts, das von unten nach oben geht. Hier, voll die Meteoriten. Dreh ich mal um. Ah, da hinten habe ich jetzt gerade einen gesehen. Da, guck mal. Ja, von hinter den Bergen, Siehst du ne? das? Ja, schräg. Keine Ahnung. Ja, flieg mal weiter. Guck mal, siehst du unten diese kleine Tempelanlage? Ja. Da kann es halt sein, dass da so eine Kiste ist bei solchen Klamotten. Ja, wir haben ja also eine mitten in der Wüste gefunden, ne, die wir nicht öffnen konnten. War das nicht so? Auch. Ich wollte gleich noch. Ich wollte jetzt mit dem Fernglas drauf, aber es war schon Ich wollte weg. gleich nochmal so ein Känguru. Gleich, wenn wir die Milch geholt haben, hole ich mir mal eben Känguru. Wir haben so viele Pilze und ein Känguru fehlt irgendwie noch. Okay. Weil die Kängurus, die muss man nämlich mit solchen komischen Pilzen tamen und danach fressen die ganz normal. Bären. Bären, genau, das war Bären? das Wort, was mir schon mal wieder fehlte. So, du hast noch genug Schuss. 74.